in diesem Video. Trage ich eine Kappe? Ist es irgendwie schräg? Bröckelt der Putz? Und ist was defekt? Schönen guten Morgen, hier ist Kai, mitten in der Steinwüste aus Marokko. Alles ist staubig, alles ist windig und alles ist cool. So sieht's aus, wenn man rausschaut. Ziemlich wenig zu sehen, aber auch sehr ruhig. Ich habe gerade mal kurz meinen alten Laptop angeschmissen und der steht hier jetzt vielleicht eine Dreiviertelstunde rum. Und guckt euch das an, was hier an Sand rumfliegt. Das ist unglaublich. Es ist alles komplett eingestaubt. Da kann man sich auch das Putzen sparen, denn eine Viertelstunde später sieht es wieder genauso aus. Wüste halt, ne? Und das bei Wind. Scheiß Mischung. Ab vor die Tür nach dem Frühstück. Guckt euch mal die vielen lustigen Kakteen an. Kennt ihr die Legende dazu? Scheinbar ist es so, dass sie nachts sich alle bewegen. Hin und her, vor und zurück. Um neue Positionen zu suchen. Hier durch die Wüste kriechen. Und sobald das Licht wieder angeht, die Sonne kommt, bleiben sie dann an der Position, wo sie gerade sind, sagt der Co-Pilot. Was kann ich sonst noch verzapfen? Ich stehe hier vor einem Föhn. Es ist ein guter Wind. Pisswarm, locker über 30 Grad. Auch die nächsten Tage werden heiß. Gepennt haben wir hier super. Es kam niemand mehr vorbei heute Nacht und auch heute Morgen nichts gesehen. Sehr ruhig, super Spot. Und die Strecke, die wir gestern gefahren sind, geht mit dem Kastenwagen gut. Man muss aber sehr schauen, wo man lang fährt, ohne hängen zu bleiben. Ich hatte gestern hinten irgendwo einmal ganz leicht, ganz kurz Bodenkontakt. Das war es aber auch irgendwie mittig unterm Auto. Ansonsten hat Zottel das hervorragend gemacht. Seht jetzt auch, warum es besser ist, mit AT-Reifen unterwegs zu sein. Wir haben hier den Kantenschutz und dann seht ihr die Abstreifung von Felsen und Steinen rundum überall. Ist einfach sicherer und robuster. Und jetzt würde ich mal sagen, fahren wir so langsam weiter. Es ist schon wieder 12 Uhr und wir wollen ja noch zum Fort und müssen überlegen, wo es dann noch heute hingeht. Dann mal los. Die Jungs sitzen parat. Es ist ein Samstag. 37 Grad zeigt Zottel hier im Stand an und wir zotteln mal weiter hier über die Steine und Felsen und was sonst noch so kommt. Oh fuck. Leute, ich glaube, wir haben noch ein Problem. Das ist too much für uns. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Da müssen wir wohl richtig off track. Und unser Glück hier links probieren. Da gehen auch schon Reifenspuren. Vielleicht geht es ja irgendwie. Kaktus mittig im Weg. Scheißdreck. Den werden wir wohl etwas abrasieren jetzt. Aber der gibt nach, immerhin. Gottverdammt. Ah, Büsche. Aber wir kommen immerhin hoffentlich weiter. Jetzt hier links lang oder rechts? Ah, lieber rechts. Ah, alter Schwede, hey. Ah, aber es geht weiter. Immer weiter. Wir geben nicht auf. Hier folgt jetzt eine üble Passage der anderen. Oi, oi, oi. Da weißt du bald gar nicht mehr, wo du langfahren sollst. Hier ist jetzt ein Felsabsatz runter. Gerade hat es hinten irgendwie einen Schlag gelassen. Fels weggesprungen, hoffe ich nur. Und kein Platter. Ah. Alter Verwalter. Hol mal einer die Kamera. So, nach den Hindernissen geht es jetzt mal ein bisschen entspannter, geradeaus. Zwar leicht schräg, aber man macht ja nicht. Oh, ist ja scheiß. Immer noch 37 Grad. Und da kommt schon der nächste Scheiß. Was ihr jetzt hier seht, die Kamera steht nicht schräg. Es ist die Straße, die so verdammt flucht. Schräg ist. Schräg? Schräg ist. Ich komme jetzt kein Seitenwind und wir fallen um. Wir müssen da ein bisschen hoch, sonst wird das mit dem Unterboden schwierig. Und zum Glück kommt hier auch keiner entgegen und von hinten auch niemand. Im Grunde sehr wenig Verkehr, könnte man so sagen. Oh fuck, Leute.
Zottel wähnlet, 1:0. Irgendwie bin ich aus Versehen drüber gefahren. Scheiße. Oh, verflucht. Timo, es tut mir leid. Oh, vielleicht können wir das nochmal hinbiegen oder so. Shit. Ja, jetzt können wir mal ein bisschen normal fahren. Es sind noch 1,3 Kilometer bis zum Ziel. Ja, im zweiten Gang, 20 km/h, also schon Lichtgeschwindigkeit gefühlt. Letzte Prüfung jetzt hier, oder? Ach du Scheiße. Wie soll das denn funktionieren hier? Oh, leck. Alter Falter. Das ist schon Wahnsinn. Aber es funktioniert irgendwie. Und jetzt geht es hier am Bachbett entlang. Das ist nicht euer Ernst. Das ist ja nimmt geend. Hat überraschend gut funktioniert, aber faktisch, es gibt jetzt keinen Weg zurück, denn da kommen wir im Leben nicht hoch. Vermute ich. Jetzt müssen wir hier uns irgendwie durchs Bachbett würgen, bevor der nächste Regen eintrifft, der zum Glück erstmal nicht kommt. Was eine Strecke, ey. Und es geht munter weiter. Schräg, gewunden, immer wieder Tretminen, Wasserlauf. Alter Falter, krass. Jetzt müssen wir da hoch. Langsam geht's, irgendwie immer. Das Ziel ist nah. Da sind die Ruinen. Aber es geht nochmal hier übel vor und her, bevor wir da sein dürfen. Fahren wir lieber rechts rum. Gott, oh Gott. Geht's wieder mal schräg. Sehr schräg. Okay, läuft. Funktioniert. Und jetzt da noch der. Kommt vorne noch eine Bodewelle mit in die Wüste. Wir haben echt ein Wasserproblem, das läuft hier überall lang. Und wir müssen jetzt hier irgendwie hochkommen, ohne Schwung. Oh Gott, komm, Zottel. Das kriegen wir hin. Ja, natürlich kriegen wir das hin. Yes. Wir sind aber immer noch nicht da. Da kommt noch mal was Lustiges. Den Zottel noch nie auf die Seite gelegt haben, wa? Kopf, so. Gutisch. Schräg oder hubelig? Nach links lehnen. Alter. Scheiße, krass. Oh, leck. War es das jetzt endlich? Also schräg ist ja schön, aber das war jetzt echt scheiß schräg. Und dann ein Schild. Ja, bei Regen soll man erst mal gucken, bevor man fährt. Aber sieht nicht nach Regen aus. Es ist ziemlich trocken. Aber es ist eine Oase hier, kein Scheiß. Irgendwo müsste hier vielleicht sogar noch ein Schluck Wasser rumstehen. Geht hier nochmal rough weiter. Oh Gott. Und jetzt die Bachdurchfahrt. Die sieht auch nochmal lustig aus. Immerhin der Bach trocken, aber steil runter geht's. Oh, leck, drei Kreuze für die ATs. Wir rutschen hier noch nicht mal. Nix. Wir rollen hier mit stehender Bremse. Uiuiui, aber das ist jetzt blöd hier. Das ist jetzt blöd hier. Loses Gestein, über den Hubbel sind wir drüber gekommen irgendwie. Fragt nicht wie. Aua, dann springen die Steine lustig weg.
Und jetzt geht's da der Hügel auf Gottfried Stütz. Und wir können uns aber auch erstmal hier in der Schatten stellen. Wenn es schon mal Schatten gibt, muss man ihn ja auch nutzen, oder? Ah, herrlich. Bis hierhin werden wir also mal. Und ob es noch weitergeht, zurück können wir nicht. Es muss weitergehen. Aber den Hügel hoch halt, ne? Wobei es geht. Er sieht nicht ganz so schlimm aus. Er ist nicht ausgewaschen oder sonst irgendwie. Er ist einfach nur ein bisschen schottrig steil. Kriegen wir hin. Die Strecke da geradeaus, wo wir jetzt herkamen, hochfahren, das wäre eine Herausforderung ohne Schwung. Bei drohendem Regen oder Gewitter würde ich nicht empfehlen, im Bachbett zu parken. Aber so, es ist kein Gewitter, kein Regen gemeldet, in Sicht, gar nichts. Und wir stehen am Rand, also kann man hier schon mal stehen bleiben. Bin mal noch kurz vom Camp ein Stück weggelaufen und wollte euch hier nochmal zeigen, wo wir heute drüber gefahren sind. Diesem Erdbeton, keine Ahnung, Ding, wo ich echt Schiss hatte, dass wir komplett aufsitzen. Was dann aber zum Glück nicht stattfand. Und dann noch hier geradeaus über den gesamten Kies. Das war schon nicht ohne hier die letzten Meter, hat aber funktioniert. Und froh bin ich auch, dass wir diesen Hügel runterfahren durften und nicht hoch mussten. Also ich sag mal so, es kann gut sein, dass wir hier bleiben. Denn woanders ist überall Wochenende, es wird überall Betrieb sein. Und hier haben wir einen geilen Schattenplatz mitten in der Wüste in einer Oase. Schon mal in einer eigenen Oase gepennt? Ich noch nicht. Also ziemlich sicher bleibe ich hier heute Nacht. Die Jungs sind damit auch einverstanden. Morgen ist Sonntag, dann können wir morgen weiterfahren. Und heute haben wir auch einiges gemacht. 2,5 Kilometer, die es echt übel in sich hatten. Und jetzt ruhe ich mich mal kurz einen Moment aus und dann kommt nachher der E-Scooter zum Einsatz, vermutlich. 2 Stunden lang rumgehockt und jetzt gibt's Action. Driveman, Wüste. Kleine Tour. Da wären wir also. Das Fort, das die Franzosen hier 36, 35 gebaut haben. Werfen wir mal einen Blick rein, ob noch irgendwas übrig ist oder schon alles Füß gekriegt hat. Driveman lassen wir mal einfach hier stehen, der kommt schon nicht weg. Also gucken wir mal ins Fort. Der Wind macht es halbwegs erträglich. Ausgeruht sind wir auch durch die viele Arbeit. Was das war, keine Ahnung, aber es war groß. Exerzierplatz nebenan. Schöne Mauern, alles von Hand hier aufeinander gestapelt. Junge, Junge, was eine Arbeit, die ganzen Steine zu suchen. Da habe ich vorgestern welche beobachtet, die das gemacht haben. LKW von Hand beladen mit lauter dieser Steine. Das ist der Wahnsinn. Ziemlich verfallen hier. Und was gibt's am Ende des Ganges? Eine Wand. Aua! Ah, Stein, aua, gegen den Knöchel geschlagen. Und dann gibt's hier noch Rümli. Alle irgendwie ohne Dach. Also zurück. Aua. Alles am Zerfallen hier und vor sich hingammeln. Schade eigentlich drum. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren die Franzosen hier bis 56. Dann wurde das Thema uninteressant und sie sind abgezogen. Und haben komische Dinge zurückgelassen. Du hast gerade auch gehört? Hat einer geredet? Ich wusste doch, ich habe da was gehört. Steht eine Geiß. Und guckt blöd. Mindestens so blöd wie ich. Bonjour. Salut, ça va? Oh, Plü. Da versteckt ihr euch alle. Bonjour und Schäfli. Ach Gott, ist gut was los hier, hä? Und ich dachte, ich bin hier alleine. Da zeigt sich wieder, man ist nie so alleine, wie man denkt. Und ich denke, wir fahren jetzt mal noch da hoch und gucken, was da so abgeht. Ans linke Ende der Festung gefahren. Und wenn wir hier kurz mal auf die Mauer steigen, sehen wir einen Teil der Oase. Da unten stehen wir, wo die Bäume sind. Cooler Blick über die Anlage. Und wir gucken jetzt mal, wo es da reingeht. Mal schauen, ob es außer Schafen und Ziegen noch weitere lustige Überraschungen gibt hier. Auf den ersten Blick zumindest mal nicht. Es gibt hier weitere Gebäude ohne Dächer. Hatten die hier überhaupt Dächer, frage ich mich da. Ordentlich befestigt.
Alles am Verfallen. Zum Glück regnet es hier nicht häufig, sonst wäre das noch viel schlimmer. Dicke Wände hatten sie hier. Und spannende Geschichte. Schade, weiß man wenig über die Geschichte. Es sieht hier aus, als hätten die Berber gebaut. Lehmziegel sind es, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht. Aber ich habe davon auch keine Ahnung, also legt mich da jetzt mal nicht fest. Hier rechts neben dem Turm geht es wieder raus in den Wind. Oh, der Wind ist hier unerträglich. Mit Wind habt ihr halt Windgeräusch und einen schönen Blick. Und da hinten sind wir gekommen. Aber wir sind hier nicht, um Oase gucken zu sein, sondern ein Turm. Ich vermute, der hatte mal einen Boden, der auch eingestürzt ist. Und gibt hier noch eine Nummer. Ist die neueren oder älteren Datums? Nummer 5? Keine Ahnung. Aber ich habe einen Helm auf. Das hier ist übrigens nicht der einzige Bau, der vor sich hingammelt. Da drüben stehen noch weit mehr, die dazugehören, noch von früher sind. Oder ob da mal Farmer gelebt haben. Wer weiß, wer weiß. Man kann hier auf jeden Fall völlig unbehelligt überall rumlaufen und sieht praktisch immer das Gleiche. Braune Erde und verfallene Gebäude. Oh, hier gibt es noch eine Grube. Das ist ja praktisch. Kann ich mit dem Auto hinfahren, ein bisschen schrauben. Das ist ja geil. Und theoretisch kann man hier tatsächlich reinfahren. Also es gibt kein Fahrverbot oder sonst irgendein Schild. Wir sind wieder am Eingang. Seht ihr das da? Geradeaus durch diese Öffnung. Das ist eine super neue Straße, die sie hier irgendwann mal hinbaut haben. Die wir nicht gefahren sind. Weil wir wollten Offroad fahren und Spaß haben. Und einfach ewig brauchen. Und zwar geil. So, wo geht's noch hier hin? Schnell durch, bevor uns ein Stein auf den Kopf fällt. Jo. Da hinten war das Büro, Stallungen. Hier wurde Benzin gelagert. Links hat der Obermaat gepennt, der Captain dann auch. Und der Waffenschmierer war hier oder so. Möglicherweise bringe ich da jetzt Dinge durcheinander. Hey, was wollt ihr erwarten von einem Kerl, der mit dem Fahrradhelm durch eine Ruine läuft bei plus 30 Grad? Da müssen eure Erwartungen ganz tief sein. Nämlich, sagt der Kobel oder auch immer. Und der hat immer recht. Und Leute, hier ist wirklich alles braun. Wirklich alles braun. Und jetzt, Knaller, eine verdammte blaue Treppe. Wer hat die da hinbaut? Warum ist die blau? Was macht die da? Die sieht betoniert aus. Wo geht's da hin? Wie immer, hier hat wahrscheinlich der Chef gewohnt. Ziemlich sicher. Dahinter stand sein Schreibtisch, der Computer. Und hier saß seine Sekretärin oder sein Sekretär. Und jetzt fragt mich nicht, wo die Strom herkriegt denn für den Laptop. Keine Ahnung. Und es liegt hier auch nichts von früher rum. Null, find nichts. Keine alten Metallteile, keine alten Maschinenteile, wie man das vielleicht von Norwegen kennt. Nüt, gar nichts. Alles verschwunden. Hier gibt es noch irgendwas, das sieht so ein bisschen renoviert aus, ganz ehrlich. Da wohnt hier ab und zu mal einer. Die einzigen Gebäude, die eine Decke haben. Hallo, bonjour. Quelqu'un ici? No? Krass. Auch hier am Ende jetzt angekommen. Alles dem Verfall preisgegeben. Modert vor sich hin. Nur, dass es halt nicht modert, sondern bröckelt. Was ist das? Das sieht jetzt mal spannend aus. Und da drauf laufen. Wo geht's da rein? Ist unterkellert. Huch. Geht's da irgendwo rein? Ich habe das jetzt mal umkreist, wo es da gerade bergab ging und rein irgendwo. Kellergewölbe. Aber hier ist nichts zu sehen. Da auch nicht. Alles eingestürzt. Waren das Vorratslager oder Wasserbevorratung? Keine Ahnung. Nichts zu sehen, eingestürzt. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück zum Scooter. Und dann, Leute, geht's zurück zu Zottel. Und irgendwo habe ich hoffentlich noch ein kühles Bier. Durst wie ein Elch. Oh, ich habe noch ein kleines Stück Dach gefunden. Das erklärt, warum es nicht mehr da ist. Schwellblech. Ist alles weggerostet. Und vor den Leuten, die hier im Sommer stationiert waren, ziehe ich echt einen Hut. Alter Verwalter. Da willst du, glaube ich, freiwillig auch nicht hin. Okay, ich gebe es zu, ich bin noch nicht nach Hause gefahren. Cruise noch ein bisschen hier durch die Pampa. Geiles Terrain für einen E-Scooter. Und ich wette, hier war noch nie jemand mit dem E-Scooter. Und glaubt ihr, ich bin diesen Hügel hoch? Ich
zeig's euch. Oh, ist das cool hier. Keine Menschenseele, außer den Ziegen habe ich keine Sau getroffen hier. Scooter macht Fun, der Wind bläst, die Sonne geht bald runter und unter und wir haben bald wieder angenehme Temperaturen, hoffe ich. Da sind wir zurück bei Zottel, mal kurz noch sauber gemacht, hier ein bisschen gefegt vor der Hütte, dass es ordentlich aussieht. Und jetzt wollte ich gerne mein Bier aufs Vanlet stellen. Tja, aber wenn man es überfährt, ist es halt irgendwie platt. Tja, es steht halt jetzt ein bisschen nach oben ab, aber ich kann mir das draufstellen, zumindest Dinge, die magnetisch sind. Kurz mal in Zottel ein bisschen rumgekruschtelt, klatschnass, das ist eine Bulle Hitz und kein kaltes Bier. Wir haben noch 3 Bier. Alle warm in den Kühlschrank legt und jetzt gibt's warmes Wasser. Jetzt beginnt die entspannte Zeit in der Wüste. Die Sonne ist weg und es wird angenehm frisch. Ein paar Vögel sind am Rumzwitschern und ansonsten ist nicht viel los. Ich warte eigentlich immer noch auf die erste Klapperschlange oder den ersten Skorpion. Bisher hat mich aber noch keine erwischt. Was habe ich gemacht? Ja, was wohl geschnitten natürlich. Ansonsten mit Dirk habe ich telefoniert. Das hat mich gefreut. 20 Minuten mit ihm ein bisschen geklönt. Er hat mir sein Leid über England geklagt. Das war ja echt nicht so der Knaller. Also wenn man das hört, würde es mir so ein bisschen auch vergehen, da hinfahren zu wollen. Da bin ich froh, bin ich hier und kann parken und machen, was ich will. Es kam übrigens auch niemand mehr vorbei hier. Weder aus der Richtung, aus der wir gestern angedümpelt sind. Ne, das war heute. Also, oder? Ja, vorhin. Und in diese Richtung geht es für uns dann vermutlich morgen weiter. Oder so, mal gucken. Und was eine angenehme Temperatur jetzt nach der ganzen Schwitzerei heute. Oh, es ist traumhaft. Das wäre genau die richtige Temperatur für mich. 25 Grad vielleicht noch. Perfekt. Der Inverter läuft jetzt übrigens auch schon Stunde oder sogar eineinhalb und lädt den E-Scooter auf. Kein Mucks, kein Lüfter, kein gar nichts. Das Ding ist einfach saugeil und wenn ihr auch irgendwas bei Wattstunde oder Solarkontor kaufen müsst, wollt, dann könnt ihr gerne meinen Rabattcode verwenden. Travel, großgeschrieben, 5 und dann gibt es 5% Rabatt für euch. Und dafür, dass euch das jetzt gerade angehört habt, dürft ihr jetzt noch ein bisschen den Blick genießen, den ich gerade genieße. Ist das schön oder ist das schön? Das Rauschen des Windes im Baum. Schon allein das sorgt für Abkühlung. Hört ihr das? Hört sich ein bisschen scary an, oder? Hast du sowas schon mal gehört? Ich noch nicht. Aber ich muss noch was essen. Eigentlich wollte ich mir Rösti machen, aber oh, schon wieder 9:30. Kein Bock zu kochen. Ich glaube, Toast und Fisch. Wir sind ja hier fast am Meer. Schluss für heute, liebe Leute. Hier werden jetzt noch kurz die Zähne geschrubbt und dann geht's pennen. Gebiss ist geschrubbt. Jetzt gucken wir mal, was der Rest vom Schützenfest macht. Jungs, habt ihr euch den Pelz gereinigt, den Sand ausgeschüttelt, können wir penne gehen. So Jungs, dann mal ab ins Bett mit uns. Hm? Gute Nacht, ihr zu Hause. Lasst eine Tatze hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Amazon-Partnerlink verwenden und für die PayPal-Unterstützung. Freut uns sehr. Vielen Dank. Und jetzt sagen wir gute Nacht und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.